Junges Glück, die erste Beziehung, das erste Gehalt, der erste Bausparvertrag. Den lieben wir. 31 Millionen Verträge gibt's derzeit. Es lockt die Wohnungsbauprämie, das Geschenk vom Staat, bis zu 45 Euro pro Jahr. Und dennoch, Hände weg, sagt Verbraucherschützer Arno Gottschalk. Gerade die jüngeren Bausparer werden auf eine völlig falsche Fährte geleckt. Der Staat setzt hier völlige Fehlanreize. Bausparen zum Sparen. Da lohnt das Nachrechnen, der Blick auf die Rendite. Mit dem Finanzprofi Arno Gottschalk holen wir Angebote ein. Wir gehen zu vier großen Bausparkassen: LBS, BHW, Schwäbisch Hall und Deutsche Bank Bausparen. Unsere Vorgaben: Wir wollen 15 Jahre sparen. 150 Euro im Monat. Immobilie ja oder nein, wir wissen es noch nicht. Die Wohnungsbauprämie nehmen wir gerne mit. Für alle vier Angebote macht der Experte den Vergleich. Bausparen gegen Banksparplan. Altersvorsorge fängt mit LBS Bausparen an. Planbar und zinssicher. Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. Obwohl wir uns mit der Immobilie noch nicht sicher sind, empfiehlt uns der LBS-Berater: 67.000 Euro Bausparsumme und 0,5% Zinsen. Nach 15 Jahren haben wir 28.016 Euro angespart. Jetzt der Banksparplan. Mit 4,2% Zinsen sind es hier 37.418 Euro. Heißt 9.402 Euro mehr als beim Bausparen. Renditemäßig ist das 0,5%. Real sind sie ärmer geworden, denn die Inflationsrate wird wahrscheinlich bei 2% oder mehr liegen. Miese Renditen für unser Erspartes auch bei den anderen Bausparkassen. BHW 1,8%, Schwäbisch Hall 1%, Deutsche Bank Bausparen 1%. Uns sind immer Bausparverträge empfohlen worden, die zu einem miserablen wirtschaftlichen Ergebnis führen, wenn man nachher die Immobilie nicht kauft. Die Bausparkassen überrascht diese Plus-Minus-Recherche nicht. Ihr Argument aber: Bausparen lohnt für Häuslebauer. Die LBS schreibt: Der Kernnutzen des Bausparvertrages liegt in den günstigen Darlehenszinsen, die der Bausparer sich bereits bei Vertragsabschluss für die Zukunft sichert. Dass er nicht gleichzeitig höchstmögliche Guthabenzinsen erwarten darf, liegt auf der Hand. Aufs günstige Darlehen kommt es also an. Aber steht der Bausparer mit Darlehen wirklich besser da? Jetzt geht's weiter mit unser neues Zuhause. Präsentiert von Schwäbisch Hall. Der Schwäbisch Hall-Berater ist ehrlich. Zum Sparen ist die Rendite zu schlecht. Bausparen sollten wir nur, wenn wir das Darlehen nehmen. Auch das rechnen wir durch. Wieder Bausparen gegen Banksparplan. Wir brauchen 57.000 Euro. 15 Jahre Bausparen bringen uns 29.187 Euro. 15 Jahre Banksparen 37.418 Euro. Auch hier wieder 8.231 Euro mehr. Da wir diese Summe im Bausparvertrag nicht angespart haben, müssen wir ein höheres Darlehen aufnehmen. 27.813 Euro beim Bausparen gegen 19.582 Euro nach dem Banksparen. Das gleiche Ergebnis bei den anderen Bausparkassen. Die Magerrendite während der Ansparphase macht den Vorteil beim Darlehen zunichte. Rechnet man wirklich diese Zinssätze, also diese Zinsverluste in der Ansparphase zu den Kosten, sind alle diese Angebote völlig unwirtschaftlich und eine Zumutung. Und es ist erstaunlich, dass also keinem dieser Berater eigentlich klar ist, dass über solche langen Zeiten ein Bausparvertrag einfach nur eine Geldvernichtung ist. Warum aber fördert der Staat das unwirtschaftliche Bausparen auch noch mit der Wohnungsbauprämie? Immerhin, rund 500 Millionen Euro kostet das den Steuerzahler Jahr für Jahr. Gerade für junge Sparer lohnt das nicht. Wir sind in Stuttgart. In Baden-Württemberg sitzen zwei große Bausparkassen. Und hier sitzen auch die großen Befürworter der Wohnungsbauprämie. Wer braucht diese teure Subvention, die auch noch in die falsche Richtung geht? Die Antwort gibt uns der Staatsminister für Bundesangelegenheiten Wolfgang Reinhardt. Es gibt viele Bereiche in der öffentlichen Finanzwirtschaft, auch in der Steuerpolitik, auch in der Subventionspolitik, wo mit mehr Geld viel weniger erreicht wird. Im Klartext: Weil es noch schlechtere Subventionen gibt als die Wohnungsbauprämie, zahlt man die munter weiter. Im Grunde genommen werden hier Steuergelder verpulvert, um eine bestimmte Branche zu fördern, ohne Rücksicht darauf, was überhaupt bei dem Bausparer ankommt. Wer einfach nur Geld zurücklegen will,
lange sparen, kleine Beträge. Der macht beim Bausparen ein Minusgeschäft.